In der Notaufnahme hat Dr. Jennifer Krausen gerade eine Behandlung abgeschlossen, als sie von einer Unbekannten zu Hilfe gerufen wird. Hallo. Meine Freundin, die sitzt im Taxi, die hat sich den Knöchel irgendwie verknackst oder gebrochen. Ich brauche einen Rollstuhl für sie. Rollstuhl, perfekt. Ja, gehen wir direkt mal raus. Ja. Vor der Notaufnahme erkennt die Ärztin, dass die Verletzte hochschwanger und offenbar gestürzt ist. Deshalb will Dr. Krausen unbedingt abklären, ob es dem Ungeborenen gut geht. Doch zuerst muss der Fuß der werdenden Mutter versorgt werden. Können Sie mir erzählen, was denn passiert ist? Ja, wir wollten halt eben schnell Babysachen kaufen in der Mittagspause. Ich bin selbstständig, ich habe keine Zeit und ja, dann halt wie das so ist, man läuft durch die Gänge und bin ich natürlich mit den jetzt umgeknickt, weil es natürlich nicht so toll ist. Ja. Ich habe dann gesagt, wir fahren mal ins Krankenhaus. Hier schrecken. Weil Silke, die wollte gar nicht ins Krankenhaus fahren, die wollte direkt weiterarbeiten. Okay. Stell dir mal vor, die ist auch ein bisschen auf den Bauch gefallen. Okay. Nein. Wer sind Sie denn? Das muss ich auch kurz wissen. Ja, ich bin die Freundin von ihr. Okay. Und Sie sind shoppen gegangen, das verstehe ich. Aber natürlich, ich gucke mir das mal kurz an. Geht das denn hier mit der Bewegung? Tut das sehr weh oder geht das ein bisschen zu bewegen? Es geht. Also es schmerzt schon. Also es sieht schon mobil aus, dass wir es schon noch. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Bildgebung machen. Ja. Vielleicht auch eine provisorische Schiene, dass wir kurz anlegen und dann gucken wir mal. Ja. Aber Sie haben ja gesagt, Sie sind schwanger. Haben Sie auch Ihren Mutterpass dabei, damit ich mir den kurz angucken kann? In meiner Tasche. Ich glaube, das ist in meiner dann Tasche. Dann holen Sie den mal, weil ich müsste den mal ganz kurz angucken. Also wir schienen das jetzt erstmal ein bisschen und dann gucken wir uns das mal an. Wir dürfen das leider nicht röntgen, weil wir müssen ja auf das Baby aufpassen. Deswegen gucken wir mal, vielleicht machen wir ein MRT ohne Kontrastmittel. So. Haben wir das Greenback direkt mit dran, ne? Super. Das ist ganz gut. Hast du denn eigentlich schon in der Gynäkologie angerufen? Weil wir müssen ja jetzt wegen der Schwangerschaft einmal ganz kurz sie dann wahrscheinlich auch. Ich habe die Christina eben hier unten gesehen. Ich gehe gleich mal eben gucken und dann rufe ich direkt in der Radiologie an, oder? Super, wegen der Bildgebung. Perfekt. Alles klar. Sie sagten, in welcher Woche sind Sie jetzt genau? In welcher Schwangerschaftswoche? In der 37. Die Woche 30. Ne? Okay, das ist schon sehr spät. Sind Sie denn nicht in Mutterschutz? Nein, ich bin selbstständig und also Unternehmensberaterin und meine Arbeit ist mir unglaublich wichtig. Die Schwangerschaft ist mir auch wichtig, natürlich, aber ich habe so viel Arbeit, ich habe es leider verschwitzt und gesetzlichen Anspruch auf Muttergeld habe ich nicht, weil ich selbstständig bin und da zählt für mich halt ganz einfach jeder Cent. Ja, natürlich. Ich hatte einen Blick auf den Knöchel geworfen, das schien mir jetzt nicht so schlimm zu sein. Erstmal haben wir eine Schiene und ein Kühlpack drauf getan. Wichtig war jetzt erstmal auf den Babybauch zu schauen, dass es dem Baby gut geht. Schauen wir dann weiter. Ah, die Kollegin ist auch schon da. Hallöchen. Hi. Sie ist. Hast du schon gut vorgearbeitet, oder? Ja, mit der Kollegin zusammen. Mhm. Und zwar, sie ist gestürzt. Mhm. Schwangerschaft 37. Woche. Oh, dann wollen Sie ja bald loslegen. Ja, künstlich befruchtet. Aber nicht mit so einem Bein. Als Sie gefallen sind, sind Sie auf den Bauch gefallen? Sie ist ein bisschen auf den Bauch gefallen. Und deswegen habe ich auch zu ihr gesagt, wir müssen unbedingt ins Krankenhaus, weil ich Angst hatte, dass dann vielleicht irgendwas mit dem Kind passiert ist. Mhm. Ja, Silke, ich weiß. Wissen Sie was? Guck mal, Sie sind jetzt einmal hier. Sie haben doch gar nicht so oft die Untersuchung gemacht. Sie haben ja ganz wenig Ultraschall hier drin. Ich verspreche Ihnen was. Wir gehen einmal das Baby angucken. Sie kriegen ein tolles Foto. Wir machen einmal ein CTG, gucken, wie es euch beiden geht. Und dann könnt ihr abzischen. Einverstanden? Komm. Ich mache Ihnen ein schönes, wenn das Kind uns anguckt. Was wird denn das überhaupt? Ein Junge. Silkes Baby, das angeblich durch eine Samenspende gezeugt wurde, soll den Ärztinnen jedoch schnell große Sorgen bereiten. Zuvor erhält die Patientin während der Untersuchungen einen Anruf von einem Geschäftskunden, den sie aber abwimmelt, weil dieser wohl nichts von ihrer Schwangerschaft erfahren soll. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Silke, warum sagst du denn deinem Kunden nicht, dass du schwanger bist, dass du jetzt demnächst ein Kind kriegst? Wissen Sie was? Das ist egal, ob sie das wem sagt oder nicht. Diesem Kind geht es schlecht. Dem Kind geht es schlecht. Ihr Bauch ist knochenhart. Knochenhart. Ich befürchte, dass die Plazenta sich gerade löst und dass das Kind irgendwann nicht mehr atmen kann. Das heißt, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit bis zum Kaiserschnitt. So, und dann sehen wir uns. Wir brauchen die Anästhesie, den OP, die Kinderklinik. Ich ziehe mich um. Jetzt gebt Gas, gebt Gas.
Wenn eine Patientin in der Schwangerschaft einen brettharten Bauch hat, dann versucht man immer im Ultraschall zu gucken, kann das sein, dass die Plazenta sich gelöst hat. Aber man darf nicht vergessen, da sitzt ein großes Kind in diesem Fall drin, da ist Fruchtwasser, da ist ein großer Uterusmuskel und dann will ich noch gucken, ob sich irgendwo die Plazenta abgelöst hat. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber der brettharte Bauch, der war entscheidend. Plazentaablösung. Der Bauch der Mutter, daran hängt die Plazenta und die bringt über die Nabelschnur alles, was das Kind braucht, zu dem kleinen Menschlein rüber. Wenn die sich löst, habe ich viel weniger Luft, habe ich viel weniger Nahrung und irgendwann gar nichts mehr. Das Kind muss daher schnellstmöglich per Notkaiserschnitt geholt werden. In der Zwischenzeit wird die Gynäkologin von einer anderen Patientin gebraucht. Die hochschwangere Influencerin Luna ist eigentlich nur für eine Routineuntersuchung gekommen. Oi, 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 werden wir gefilmt oder was? Hallo? Entschuldigung. Hallo. Macht ja nichts. Ich dachte, Sie sind hier wegen des Babys oder so. Ja, bin ich auch. Ich lasse so ein bisschen meine Follower ein bisschen teilnehmen an der Schwangerschaft. Aha. Und dachte mir, das kann man mal ganz gut zeigen. Und was wollen die Follower von Ihnen? Die wollen meine Tipps haben. Ach, wozu denn? Genau. Wozu? Ja, für von der Schwangerschaft. Und gleite ich das Ganze so ein bisschen über Social Media. Genau. Ach, wie witzig. Die gesamte Schwangerschaft? Die gesamte Schwangerschaft, genau. Na, das bin ich ja mal gespannt. Das werde ich mir demnächst mal durchlesen. Gerne. Okay. Sie kommen, weil wir Baby messen sollen, ne? Mhm. Ja. Ich sehe, Sie sind ja schon fast am Termin in 3 Wochen. Sind Sie ein bisschen spät, aber trotzdem. Gucken wir. Ja. Ja, die nächste Patientin, die Frau Palatzki, die kam zur Geburtsplanung. Wir wollten das Kind ausmessen, wollten gucken, Erstgebärende, passt das überhaupt unten durch oder nicht? Und das ging auch alles relativ gut, aber es gab noch ein anderes Problem. Tja, da ist der Kopf ist schon in richtiger Position. Mhm. Der ist scheinbar unten. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht mehr, leider überhaupt nicht mehr sehen, was es wird, weil ihr Kind hat die Knie am Kinn, es ist ein bisschen eng da drin mittlerweile. Also alles versteckt. Es sitzt in der Hocke. So, jetzt würde ich wohl noch gerne eine Sache machen. Ja. Was ist das erste Mal, dass da jemand durch will? Ich möchte gerne noch mal tasten, wie der Kopf Kontakt zum Becken hat. Ne? Mhm. Wir haben ja ein Becken wie so ein Trichter. Und wenn das Köpfchen da schön drin liegt, dann wird das auch sich nicht mehr drehen. Das heißt, der Kopf bleibt fest. Wenn der Blasensprung kommt, können Sie mit Ihrem Mann hierher kommen ohne Krankenwagen. Okay. Ne, dann kann sich die Nabelschnur nicht mehr einklemmen. Das ist das, was ich ganz schnell einmal noch kurz gucke. Ja. Ja? Okay. Und dann, sei mal so lieb, in Mutter was gleich noch die Werte eintragen. Ja, können wir machen. So. Okay. Na, dann sehen wir uns ja bald, was? Ja. Haben Sie Brennen oder Jucken? Ein bisschen, ja. Ist da was? Also irgendwas? Manchmal, ja. Irgendwas stimmt. Aber ich bin eigentlich immer sehr, also ich habe sehr viele Beauty-Produkte, die ich auch zugeschickt bekomme, die ich dann halt auch wieder teile mit meinen Followern. Okay, können Sie wieder anziehen. Ja. Ich habe eigentlich immer sehr viele Cremes, probiere viel aus. Sie können Ihren Mundschutz jetzt auch machen. Ja, und hatte zuletzt aber was zugeschickt bekommen und seitdem ist es ein bisschen, die war nicht so gut, die Creme. Mhm. Und dann nehmen Sie immer nur eine? Verschiedene. Also ich teste die halt. Wissen Sie was? Sie haben einen Pilz. Okay. Und ein Pilz da unten ein paar Wochen vor der Geburt ist Käse. Das wundert mich aber sehr. Ne? Weil, wenn der nach oben steigt und auf die Fruchtblase geht, dann kracht die auf. Haben wir einen vorzeitigen Blasensprung, keinen Witz. Ne? Das heißt, ich schreibe Ihnen jetzt was auf, das benutzen Sie jetzt. Und jetzt lassen Sie diese ganzen anderen Sachen wirklich weg. Das versprechen Sie mir jetzt. Die Follower sind piepegal. Wenn Sie denen sagen, bis jetzt hat alles funktioniert, jetzt ist das Kind am Ende der Zeit, ich lasse da unten eine natürliche Flora wachsen, dann ist das in Ordnung so. Dann haben Sie trotzdem Zuspruch. Komm, wir wollen ein gesundes Kind haben, nicht eins, was da mit Pilzen kommt, weil die Follower gucken. Die Frau Palatzki wird jetzt so viele Pflegeprodukte sicher nicht mehr nutzen. Aber was mir nicht so aus dem Kopf geht, ist immer noch die Frau May. Die ist ja jetzt operiert worden. Und wie geht es ihr jetzt? Und vor allen Dingen, was ist auch mit dem Kind? Zudem gibt weiter Rätsel auf, warum Silke May ihre Schwangerschaft abgesehen von ihrer Freundin geradezu krampfhaft zu verheimlichen sucht. Am Abend nach dem Notkaiserschnitt soll auch die Ärztin dazu eine faustdicke Überraschung erleben. So, das war ja wirklich ein schrecklicher Tag bisher, aber es ist ja was Gutes rausgekommen. Gott sei Dank.
Gott sei Dank mit dem Fuß. Ja. Stell dir mal vor, wir wären nicht ins Krankenhaus gefahren. Was hätte da noch alles passieren können? Um Gottes Willen. Eigentlich haben Sie dem Kind das Leben gerettet, ne? So muss man das sagen. Hallo. Guten Tag. Markus. Was ist denn für Sachen? Willst du mal fragen, ob das Kind schon zu sehen ist? Ich guck mal, ob das Kind so fertig ist. Okay. Ich bleib noch einen kleinen Moment hier. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen dran schuld. Also dein Handy hat vorhin geklingelt und ich bin rangegangen und hab gedacht, na ja, ich erkläre ihm mal, was hier so los ist, dass du jetzt gerade im Krankenhaus bist und keine Zeit hast. Und ja, Gott sei Dank hat deine Kollegin mir Bescheid gesagt. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, was los ist. Jetzt erklärst du ja, warum du die letzten Wochen und Monate so komisch warst und nie Zeit hattest. Warum hast du ja nichts gesagt? Ich habe halt viel zu tun gehabt und ich wollte halt einfach nicht. Ja, aber dann hätte ich auch Verständnis dafür gehabt. Unprofessionell wirken, dass man, ja. Aber so denke ich halt. Ich wollte dich damit einfach nicht belasten. Gerade weil du ja schon eigene Kinder hast. Aber das hat ja nichts mit der Sache zu tun. Mit welcher Sache? Was ist denn da passiert? Weil wenn ich jetzt so zurückrechne, hat er vor knapp 9 Monaten. Was? Wir haben uns mal getroffen, nach einem Geschäftstermin. Und sind uns da irgendwie näher gekommen. Ja. Wie, aber das war ja eine Samenspende. Ich wollte es halt nicht publik machen, dass ich mit einem Kunden was hatte. Und deswegen habe ich. Ach, das war gar keine Samenspende. Darum steht das. Typisches Frauendenken. Ich will doch für dich da sein. Jetzt verstehe ich, aber warum das nicht im Mutterpass stand, künstliche Befruchtung. Jetzt wird mir einiges klar. Hilfe, was ist denn das für ein Tag heute? Unfassbar, ehrlich. Warum hast du denn nichts gesagt? Das hätte man doch ganz normal dann regeln können. Vor allem wäre ich ja für dich da gewesen. Ja, ich schaffe das. Aber stark, ich bin. Ja, aber man muss doch nicht immer alles alleine durchstellen. Jetzt kommt gleich das größte Glück des Tages. Kommt jetzt gleich. Wenig hier mitgebracht. Boah, ist der süß. Ja. Und vor allen Dingen, es ist alles in Ordnung. Der ist gesund. Das ist heute war. Mein Gott, war das ein Tag. Jetzt ist er friedlich. Der schläft so süß. Ja, der ist noch. Wollen wir mal gucken? Ja. Kommst du mal näher? Ich will nur mal noch ganz kurz sagen, Sie haben so viel Blut verloren. Das war alles im Bauch. Die Plazenta war zum größten Teil abgerissen. Also auf dem letzten Drücker, sonst wäre der ohne Sauerstoff gewesen. Auf dem letzten Drücker. Ja. Die Heldin des Tages. Meine zweite. Ja. Den Fuß, den können Sie sich jetzt ausruhen hier im Bett. Gott sei Dank, dass Sie das mit dem hatten. Da müssen wir, glaube ich, gar nichts dran machen. Da kann aber die chirurgische Kollegin noch mal gucken. Ja, die Frau May kriegt jetzt erst noch mal ein bisschen Blut. Alles das, was da im Bauch war, müssen wir ersetzen. Die ist ja schlaff wie Otto, wenn die nach Hause kommt mit dem Baby unterm Arm. Das geht gar nicht. Und in der Zeit kann die wunderschön ihren Fuß heilen lassen. Da haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt kriegt euch mal ein, ihr drei. Und wir beide verlassen jetzt hier den Raum. Ich lade Sie ein auf den Stationscafé. Ach, was halten Sie davon? Na gut. Als Dankeschön, dass Sie das so toll gemacht haben. Ich komme mit. Vielen Dank. Später. Silke durfte samt Baby Jonas das Krankenhaus nach 10 Tagen verlassen. Die 38-Jährige und Kindsvater Markus haben sich zusammengesetzt und beschlossen, ihren kleinen Sohn gemeinsam großzuziehen.